Die Kanzlei Kunze-Meyer Bayer verschickt gerade teure Abmahnungen für AdSimple wegen einer Datenschutzerklärung. Was hat es denn damit auf sich und was kann man da machen? Das klären wir mal in diesem Video. Herzlich willkommen im Videoblog der Münchner Medienrechtskanzlei Knies und Albrecht. Mein Name ist Bernhard Knies. Ja, wir wollen hier heute mal eine Abmahnung uns anschauen, die im Moment gerade grassiert. Wir hatten schon einige, die uns da angerufen haben. Die Kanzlei Kunze-Meyer Bayer verschickt für AdSimple eine Abmahnung, die etwa 2.500 € kostet, wegen einer Datenschutzerklärung, die nicht richtig in die Webseite eingebunden worden sein soll. Ja, die Datenschutzgrundverordnung hat das ja zuletzt notwendig gemacht, dass jetzt alle Webseiten über eine richtige Datenschutzerklärung verfügen sollen. Und da gibt es hier eine Firma, die Firma AdSimple, die solche Datenschutzerklärungen anbietet. Im Übrigen auch kostenfrei, aber immer unter der Bedingung, dass man richtig auf die Firma AdSimple als Urheber dieser Datenschutzerklärung verweist und eben auch bestimmte Links damit hineinkopiert. Wenn man das nicht tut, dann bewertet das hier die Kanzlei Kunze-Meyer Bayer als eine Urheberrechtsverletzung, verlangt dafür für die Firma AdSimple 1.500 € Schadensersatz und Anwaltskosten nochmal gut 1.000 €, insgesamt etwas über 2.500 €. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, ist denn das eigentlich gerechtfertigt, mal ganz grundsätzlich betrachtet, erstens und zweitens, wie sieht es denn mit der Höhe dieser Forderung aus? Wenn wir uns das anschauen, hier, was die hier so schreiben, dann stellt sich natürlich als erstes mal die Frage, weil die Kanzlei argumentiert damit, dass diese Datenschutzerklärung urheberrechtlich schutzfähig ist. Und das ist schon mal die erste Frage, die man sich hier stellen kann. Ist denn dieser kleine kurze Text einer Datenschutzerklärung, also ein juristischer Fachtext, überhaupt urheberrechtlich als Werk schutzfähig? Das Urheberrechtsgesetz definiert in § 2 Absatz 2, was ein Werk ist, nämlich eine persönliche geistige Schöpfung. Im Bereich des geschriebenen Wortes sprechen wir da über Gedichte, über Romane, über Novellen. Immer völlig klar, dass das natürlich Werke im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind. Aber bei juristischen Gebrauchstexten gibt es eine eher zurückhaltende Rechtsprechung, die bei Anwaltsschriftsätzen und auch solchen Texten wie diesem hier doch deutlich zurückhaltender ist in der Beurteilung, ob ein solcher Gebrauchstext tatsächlich urheberrechtlichen Schutz aufweist oder nicht. Das heißt, schon das Grundprämisse dieser Abmahnung kann man hier in Frage stellen. Und selbst wenn es denn ein urheberrechtlich geschütztes Werk wäre, dann würde sich ja als zweites die Frage stellen, ob denn 1.500 € Schadensersatz nach Lizenzanalogie hier berechtigt wären. In dem Zusammenhang hatten wir schon gerichtliche Auseinandersetzungen vor dem Amtsgericht München, weil Parallelprobleme gibt es auch bei Fotografien, die gemeinfrei hergegeben werden, unter der Bedingung, dass man auf den Urheber per Link verweist. So, hier hatte das Amtsgericht in München schon uns signalisiert, dass wenn ein Urheber sein Werk kostenfrei anbietet, dann der Schadensersatz aber nicht 1.500 € betragen kann, weil das ja nicht nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie gerechtfertigt ist. Sprich, wenn ich kostenfrei anbiete, unter bestimmten Zusatzkonditionen, kann ich im Zweifelsfall nicht einen derartig hohen Schadensersatzbetrag verlangen, sondern nur dann, wenn ich eben normalerweise auch zu diesem Betrag anbiete. Springt eigentlich ins Gesicht, dieser Gesichtspunkt. Hier kann man sich also sehr wohl überlegen bei dem Schadensersatzbetrag, ob das gerechtfertigt ist. Und auch die Anwaltskosten, die die Kanzlei hier Ihnen als Abgemahnten aufschreibt, sind unseres Erachtens viel zu teuer, denn die gehen von einem Gegenstandswert von 15.000 € aus und der dürfte nach unseren Erfahrungswerten auch viel zu hoch sein, wenn es denn zu einer gerichtlichen Klärung etwa vor dem Amtsgericht kommen sollte. Insofern kann man sagen, ist diese Abmahnung mit Sicherheit zu teuer und es lohnt sich auch mit Sicherheit,
sie zu verteidigen. Wenn auch Sie so ein Ding bekommen haben, können Sie uns natürlich wie immer gerne anrufen. Wir bieten dazu eine kostenlose telefonische Erstberatung an.